Ich bekomme täglich Kommentare wie: Zwei Männer können nicht zusammen sein, haram, du kommst in die Höhle, weil du schwul bist und noch viel mehr. Dann frage ich mich aber, wer gibt dir das Recht zu sagen, ob zwei Männer zusammen sein können oder nicht? Du sagst, es ist haram, es ist aber auch nicht haram, über andere zu urteilen. Ich soll in die Höhle, weil ich einen Menschen liebe. Sorry Leute, aber keiner von uns sollte Gott spielen. Und ich verstehe nicht so wirklich, wo das Problem hier eigentlich ist. Wenn es dir doch nicht gefällt, was du siehst, dann schau doch einfach weg. Hast du dich so sehr, dass du deinen Frust an andere ablassen musst? Würde dir so wenig über Respekt und Toleranz beigebracht? Wisst ihr, ich finde das echt krass, wie hasserfüllt Menschen sind. Allein, dass ich nach meinem Outing mit 20 von 6 ehemaligen Freunden von mir verprügelt wurde, bis ich nicht laufen konnte. Solche Menschen sind einfach für mich widerlich. Merkt ihr eigentlich nicht, dass egal was ihr macht, dass ihr uns einfach davon nicht abhalten könnt, einfach glücklich zu sein? Jeder hat es verdient, glücklich zu sein. Und deswegen hör nicht auf andere. Lass die Hater hinter dir und lass sie einfach reden.